Guten Abend. Heute ist die grüne Spitzenpolitikerin Anja Biel mein Gast auf dem H1-Sofa. Sie war von 2010 bis 2013 Landesvorsitzende, übernahm danach den Fraktionsvorsitz und kandidierte Anfang des Jahres für den Bundesvorsitz. Nun sind die Grünen in Niedersachsen seit einem Jahr in der Opposition, aber sie haben ein ungeheures Hoch. Nach dem Riesenerfolg bei den Bayernwahlen und auch nach dem allgemeinen Bundestrend erhebt sich die Frage, wie grün wird Deutschland eigentlich jetzt und wird auch Niedersachsen immer grüner? Genau darüber wollen wir heute reden. Hallo Frau Biel, schön, dass Sie da sind. Haben Sie denn am Sonntag ordentlich gefeiert oder war da auch ein bisschen Bedauern, wenn Sie so auf Niedersachsen blicken? Erstmal habe ich mich sehr gefreut für Bayern. Ich finde, die haben einen tollen Wahlkampf gemacht und die haben genau das geerntet, was sie durch diesen Gegenentwurf mit Mut und Zuversicht angelegt haben. Da haben sie tatsächlich in Bayern auch die Mehrheiten mit geschöpft, an zufriedenen oder an unzufriedenen Menschen mit der CSU, an unzufriedenen Menschen mit dieser Spaltung der Gesellschaft. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr, sehr gefreut für die beiden Spitzenkandidaten und auch für die bayerischen Grünen insgesamt. Ja, hat Ihre Partei ja hier in Niedersachsen mitregiert von 2013 bis 2017. Dann haben die Wähler Sie mit 8,7% in die Opposition geschickt. War die Niedersachsen-Wahl einfach zu früh für den allgemeinen Trend? Die Stimmung war damals eine ganz andere. Wir haben ja fast zusammen mit der Bundestagswahl unsere Wahl stattfinden lassen. Da war natürlich im Bund auch die Stimmung für Jamaika fahren. Und wir haben hier versucht, rot-grünen Wahlkampf zu machen, haben durch die Überläuferin da natürlich auch ein bisschen Pech gehabt, was Glaubwürdigkeitsfragen angeht, und sind deshalb im Bundesschnitt gleich aufgeschlagen. Das wäre vielleicht im Januar etwas anders ausgegangen. Na, schauen wir mal. Irgendwann wird er wieder gewählt. Aber seien Sie doch mal ehrlich, was war denn für Sie eigentlich spannender, Fraktionsvorsitzende bei einer Partei zu sein, die an der Regierung beteiligt ist? Oder ist es einfach spannender und aufregender, jetzt Oppositionsführerin zu sein? Das sind zwei völlig verschiedene Aufgaben. Ich war ja Parlamentsneuling, als ich Fraktionsvorsitzende für eine Einstimmenmehrheit verantwortlich war. Ich habe gleich mit Koalition verhandelt. Wir haben gleich eine riesige Verantwortung getragen. Die Möglichkeiten der kritischen Begleitung einer Landesregierung, so wie das die Gewaltenteilung vorsieht, die sind relativ klein bei einer Einstimmenmehrheit. Da hat man viele Konflikte hinter verschlossenen Türen ausgetragen, unterhalb der Sichtlinie, am Kabinettstisch. Ein bisschen ist es auch befreiend, jetzt die Dinge, die einem nicht passen, in der Opposition laut aussprechen zu können. Und es sind in den letzten Jahren eine Menge Dinge gewesen, über die ich mich geärgert habe. Und da ist es manchmal richtig befreiend, das auch mal am Rednerpult zu machen und Verantwortung zuzuweisen. Nun sind die Grünen ja bekanntermaßen so eine Truppe von Idealisten und Individualisten. Ist es eigentlich schwer, den Laden zusammenzuhalten? Das war es tatsächlich die meiste Zeit nicht. Wir haben mit dieser 20-köpfigen Fraktion bis auf die eine Überläuferin Leute an Bord gehabt, die einen sicheren Kompass hatten und auch haben. Und das Spannende daran ist, diese ganz vielen verschiedenen Positionen mehrheitsfähig zusammenzubekommen, ist jedes Mal eine Herausforderung, aber macht auch viel Spaß. Ja, das glaube ich. Wie zufrieden sind Sie denn mit dem ersten Jahr in der Opposition? Kann man das mal so in Kurzform mit ein paar Prädikaten sagen? Wie gut, wie schlecht? Also was ich spannend finde, ist, dass auch die zurückgekehrten Minister mit uns zusammen, mit der übrigen Fraktion, wir sind ja jetzt 12, eine tolle Oppositionsarbeit machen. Wir machen das alle gemeinsam, das macht uns auch Spaß. Und genau dieses sich frei bewegen können, Dinge beim Namen nennen zu können, auch mal gegenzuhalten, das ist für die Truppe toll. Frau Biel, jetzt möchte ich doch mal wissen, Sie sind ja so furchtbar lange noch nicht in der Partei, haben auch eine Karriere gemacht, über die wir sprechen. Aber sagen Sie mal, warum sind Sie denn eigentlich zu den Grünen gegangen? Hätte ja vielleicht auch die SPD sein sollen. Ich glaube, Ihr Vater war in der SPD verankert.
Ja, das ist immer wieder eine Geschichte, die ich auch gerne erzähle. Mein Vater hat immer Sozialdemokratie gewählt. Wir haben uns fürchterlich gestritten, weil als ich damals Physikunterricht in der Schule hatte und wir über Halbwertszeiten und Strahlungsreste bei Atomkraft und Atomkraftwerken geredet, habe ich immer zu meinem Vater gesagt, du, das ist ein Riesenproblem. Und wenn Schmidt, dein Lieblingskanzler, auch 100-mal sagt, das ist eine tolle Energieerzeugung, ist es nicht. Da haben wir uns richtig die Haare gemacht. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du zu Demonstrationen gehst, führen die irgendwann eine Akte über dich. Ganz, ganz schwierige Sache. Da haben sehr viel gestritten uns an dem Punkt. Ich bin dann auch tatsächlich mal in einem Atomkraftwerk rausgeflogen. Oh, Sie waren naseweiß. Ja, ich war naseweiß. Als wir auf der Klassenfahrt in Würgassen waren, hatte ich mir die ganzen Störfälle von Hand rausgesucht. Internet gab es damals noch nicht, als ich 15 war. Habe das vorgetragen. Die haben der Klasse versucht, was Tolles zu erzählen. Ich habe gegengehalten. Ihr stellt ja 30% der Zeit sowieso ab. Dann haben diejenigen, die im Atomkraftwerk in Würgassen die Führung gemacht haben, zu mir gesagt, nee, also wissen Sie, oder weißt du, muss es damals noch gewesen sein, die Klasse hat bestimmt mehr Interesse als du. Kannst nach draußen auf die Wiese. Saß ich dann draußen auf der grünen Wiese in Würgassen. Es rauchte mir aus den Ohren und ich habe überlegt, wenn du mal erwachsen bist, wirst du energiepolitisch gegen diese blöden Atomkraftwerke gegensteuern. Würgassen ist übrigens zurückgebaut. Ja, da war eigentlich die Politikerin schon in Ihnen geboren. Wie alt waren Sie? 14? 15. 15. Mal ganz kurz Ihren Lebensweg. Was haben Sie gelernt und wann sind Sie in die Partei eingetreten? Ich habe Abitur gemacht in Lübeck, in meiner Geburtsstadt. Habe dann eine kaufmännische Ausbildung gemacht. Das ist in Lübeck keine ungewöhnliche Geschichte. Ich komme auch aus einer kaufmännischen Familie, also bis in Generationen zurück. Ich habe dann sehr früh meine beiden Kinder bekommen, habe den Umzug gemacht von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen und habe in Niedersachsen mit den kleinen Kindern auch festgestellt, dass nicht nur energiepolitisch, ich hatte ja Grone vor Augen, als ich ins Weserbergland gezogen bin, sondern auch familienpolitisch zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf noch eine Menge fehlt. Bin dann auch politisch aktiv geworden. Erst habe ich Elternratsarbeit gemacht, dann war ich besonders Mitglied im Sozialausschuss, dann habe ich die Grünen für mich entdeckt. Habe mit denen zusammen auch ein Mütterzentrum in Hameln gegründet und mit unterhalten und habe gedacht, du musst aber einfach auch politisch noch mehr tun. Ja. Und dann sind Sie wann in die Grünen eingetreten? Ich bin Ende der 90er Jahre bei den Grünen aktiv geworden, bin auch relativ schnell in den Kreisvorstand gewählt worden, habe dann erst Kommunal- und Kreispolitik gemacht, später Landespolitik und habe aber gemerkt, du musst einfach mehr in Verantwortung gehen. Ja, eigentlich eine schnelle Karriere, aber weil Sie sagen Familienpolitik, ich erinnere mich, als neue Landtag die Arbeit aufnahm, haben Sie der Landtagspräsidentin eine Torte überreicht, wo Sie den niedrigen Frauenanteil im Landtag reklamierten. Ist das so ein, was an Ihnen nagt, dass in der Familienpolitik noch ein bisschen mehr getan werden müsste? Ja, Frauenpolitik und Familienpolitik sind ja zwei verschiedene Felder, wobei ich tatsächlich finde, dass das ganz, ganz schlimm ist, dass wir so eine Retroentwicklung bei den Frauenanteilen haben. Wir sind im 100. Jahr des Frauenwahlrechts. Das haben Frauen mit viel Kampf und persönlichen Einbußen hart für uns erstritten. Und jetzt sind alle Zahlen in den Parlamenten rückläufig. Die Frauenanteile werden wieder weniger. Wir als Grüne tragen durch die Quote in einem erheblichen Maß dazu bei, dass so wie bei uns bei den Grünen eben jeder, also von 12 Fraktionsmitgliedern immer dann auch 6 Frauen dabei sind. Bei den anderen Parteien ist das wirklich schwierig und mich erschüttert das, ja. Na gut, das wird ein Thema sein, was wir heute lange besprechen könnten, aber wir wollen jetzt erstmal eigentlich weiter über Sie reden. Wir haben so einen kleinen Fragebogen, ganz schnelle, kurze Antworten. Ich lebe gern in Niedersachsen, weil? Ich diese Mischung mag. Aus Wasser und Bergen, so wie im Weserbergland. Mein schönster Platz in Hannover, wo ich arbeite? Am Maschsee. Am Maschsee. Mein großes Vorbild? Pippi Langstrumpf. Oh, wie sind? Mein Lebensmotto? Dass keinem aus der Begegnung mit mir ein Nachteil erwachsen soll. Meine Stärke ist? Ich kann unglaublich gut Mehrheiten finden und Kompromisse herstellen. Das ist für die Politik hier ganz wichtig. Meine kleine Schwäche? Ich kann mir Nachnamen schlecht merken. Geschichten zu Menschen, Gesichter, ja, mit Namen muss ich immer ein bisschen... Meine größte Freude ist? Meine größte Freude ist, wenn ich freie Zeit mit meiner Familie und meinen Hunden habe. Was haben Sie für Hunde, kurz gefragt? Windhunde. Windhunde. Es ärgert mich gewaltig, wenn? Wenn politisch was schief geht und ich nichts dagegen tun kann.
Als Kind wollte ich Zirkusdirektorin werden. Das ist ja eine Fraktion, ein bisschen Ähnlichkeit hatte es ja das schon. Ich könnte nicht leben ohne. Ohne meine Hunde und ohne meine Familie. Nochmal ganz kurz, wie alt sind Ihre Töchter? Wie heißen Sie mit Vornamen? Ich habe eine Tochter und einen Sohn. Und die Tochter ist 28 und der Sohn ist 26. Und ganz kurz, unterstützt die Ihre politische Arbeit oder sind Sie selber schon politisch tätig? Haben die immer getan. Die haben bei allen Entscheidungen, die ich getroffen habe, auf die Liste zu gehen, Landesvorsitzende zu werden, haben die mich immer unterstützt. Und die sind meistens auch bei den Parteitagen dabei, wenn ich für irgendwas kandidiere. Das ist toll. Das macht ja dann nochmal richtig extra Mut. Frau Fiel, lassen Sie uns noch mal kurz nach Berlin gucken. Wie lange gehen Sie der Großen Koalition noch? Schwer zu sagen. Ich finde das sehr, sehr schlimm und auch ein bisschen demokratieschädigend, was da auf der Berliner Bühne stattfindet. Diese Unzufriedenheit, diese schwierigen Prozesse. Und ich finde auch, dass der Innenminister Seehofer im Sommer mit seiner zynischen Debatte über die Flüchtlinge im Mittelmeer der Demokratie großen Schaden zugefügt hat. Na, es dürfte ja keiner im Moment so richtig an Neuwahlen interessiert sein bei den Ergebnissen, die die beiden großen Parteien haben. Aber sagen Sie mal, die Grünen waren ja schon fast in der Regierung bei den Jamaika-Verhandlungen. Rächt es sich jetzt, dass die Jamaika-Verhandlungen geplatzt sind? Wäre es stabiler geworden für Deutschland? Wir haben das ja mit so einem lachenden und so einem weinenden Auge miterlebt, als das gestoppt worden ist durch die FDP. Die FDP ist ja damals rausgegangen. Die Grünen übernehmen immer Verantwortung. Ich bin im Rückblick sehr im Zweifel, ob es uns in einer Dreierkonstellation gelungen wäre, diesen freilaufenden Innenminister aufzuhalten. Das wäre, glaube ich, für uns genauso schwierig geworden. Offenbar die meiste Kritik, aber was auch sehr erschreckend ist ja für viele Menschen, ist der Niedergang der SPD. Das kann Sie doch eigentlich gar nicht richtig freuen. Die SPD ist doch sozusagen der geborene Partner für die Grünen oder die Grünen. Rot-Grün und Rot-Rot-Grün wird ja wahrscheinlich in absehbarer Zeit gar nicht mehr möglich sein, oder? Wir haben mit der SPD die 4,5 Jahre gut zusammen regiert. Das hat auch Spaß gemacht. Wir hätten auch noch Ideen gehabt für eine Verlängerung. Ich glaube, in der Zukunft werden auch Zweierbündnisse außerhalb von großen Koalitionen schwierig werden. Mhm. Ich denke, wir werden uns stärker damit auseinandersetzen müssen, in Dreierbündnissen auch Koalitionen zu verhandeln. Ja, denn es ist ja so, dass beide Volksparteien, wir müssen ja nicht nur von der SPD reden, schwerste Verluste jetzt auch in Bayern wieder hatten. Ist eigentlich so das Ende der Volksparteien gekommen? Das ist zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, schwer zu sagen, ob es das Ende der großen Volksparteien ist. Was ich bestätigen würde, ist, dass wir uns immer auf diesem etwas schnelllebigeren Markt der politischen Angebote stärker behaupten müssen. Und dass diese Frage nach Stammwählern und der Treue von Stammwählern, glaube ich, bei SPD und CDU und CSU vor allen Dingen auch aufgebrochen ist, diese Logik. Also Leute entscheiden sich auch mal um. Wir haben zum Beispiel in Bayern CSU-Wählerinnen und Wähler gehabt, die gesagt haben, sie haben das immer gewählt, aber sie finden diesen Zynismus so schrecklich, sie finden, dass wir die besseren Lösungen haben und wählen uns. Ja, das ist eine gute Frage. Sind die Grünen die bessere SPD oder die bessere bürgerliche Mitte irgendwann? Ich glaube nicht, dass die Grünen sich definieren, als besser als irgendwas zu sein. Ich glaube, wir sind diejenigen, die dafür stehen, dass wir eine unteilbare, eine offene Gesellschaft haben wollen. Und wir stehen wie keine andere Partei, die im Moment Angebote macht dafür, dass wir Klimaschutz ernst nehmen. Denn das, was Deutschland jetzt gemacht hat mit diesem Ausverkauf der Klimaziele, das ist, finde ich, eine ganz fürchterliche Geschichte. Wir sehen Starkwetterereignisse weltweit nehmen zu, auch in Niedersachsen. Letztes Jahr Hochwasser, dieses Jahr Dürre. Die einzigen, die sagen, Klimaziele müssen im Mittelpunkt bleiben, sind wir. Das ist auch von vielen Kommentatoren so bewertet worden jetzt nach der Bayernwahl, dass das ausschlaggebende Argument ist, die Grünen zu wählen. Aber lassen Sie mich noch mal einen Moment bei der Parteienlandschaft bleiben. Sie sagten eben ja, was wirklich erstaunlich ist, dass Sie glauben, dass Zweierbündnisse immer seltener werden. Wie sehen Sie denn die Parteienlandschaft so in 5 Jahren? Vielfältiger, denke ich. Und wir müssen einfach mehr tun, um Demokratie dichter an die Menschen ranzubringen. Das ist übrigens eine Aufgabe, die alle Parteien sich stärker annehmen müssen. Ich finde übrigens, das ist in Bayern außerordentlich gut gelungen. Man hat das gemerkt, dass auch die beiden Spitzenkandidaten, auch unterstützt von Annalena und Robert, diese Nähe der Menschen gesucht haben und auch ausgehalten haben und auch im Gespräch
nach draußen kommuniziert haben. Wir gehen nicht mehr rum und erklären, wie die Welt sich dreht, sondern wir suchen uns Verbündete. Das ist ein Unterschied. Bei Verbünden fällt mir natürlich ein, dass es auch einen gemeinsamen Gegner gibt von allen vieren, die AfD. Sie hat in Bayern nicht so stark abgeschnitten wie erwartet, auch in Niedersachsen nicht. Aber trotzdem, was haben alle anderen Parteien falsch gemacht, dass die AfD überhaupt so stark werden konnte? Der Zynismus, mit dem die CSU lange Zeit über Flüchtlinge und Flüchtlingsprobleme, über die Toten im Mittelmeer gesprochen hat, hat sicherlich der AfD zugespielt. Weil ich glaube immer, wenn jemand nach rechts blinkt und Verschärfungen versucht durchzusetzen, so wie die Ankerzentren, die keiner haben will, aber wo die CSU immer versucht zu vermitteln, dass das das ist, was die Welt braucht. Und die Menschen in Bayern zum Beispiel sehen Flüchtlingspolitik auch gar nicht als ein vorrangiges Problem. Das hat der AfD aufs Konto eingezahlt. Wir haben hier in Niedersachsen unter Rot-Grün was völlig anderes gemacht. Wir haben mit dem Bündnis Niedersachsen-Pakt an, mit dieser Willkommenskultur, die hier breit getragen wurde, eher das Wasser abgegraben, was man auch am Ergebnis von 6,1% deutlich sehen kann. Ganz bemerkenswertes Ergebnis. Ein bemerkenswertes Ergebnis hatte auch Ministerpräsident Weil. Der war nämlich mit 36,9% ganz abgehoben vom Bundestrend. War alles am 15. Oktober 2017. Wir haben ja fast einen perfekten Jahrestag, dass wir darüber reden. Aber wie sehen Sie das nun? Wird Stefan Weil der neue starke Mann der SPD? Sozusagen der letzte Hoffnungsträger, der da noch so ausgeguckt werden kann? Also die SPD tut, glaube ich, gut daran, wenn sie über Erneuerungsprozesse redet, nicht nur über den Austausch von Personen zu reden. Da gehört, glaube ich, ein bisschen mehr zu. Ich glaube, Stefan Weil ist gerne Ministerpräsident in Niedersachsen, hat da auch Qualitäten und Stärken. Die Entscheidung darüber, ob Niedersachsen starke Menschen an den Bund abgibt, das muss die SPD in Niedersachsen entscheiden. Na gut, das werden wir sehen. Er hat ja auch mal gesagt, er wollte Oberbürgermeister bleiben und ist der Ministerpräsident geworden. Das erinnere ich vielleicht, mich gut. Vielleicht wird er sich auch was ändern. Aber mich würde doch mal interessieren, können Sie sich Schwarz-Grün in Niedersachsen unter den gegenwärtigen oder in bundesweiten oder auch internen Konstellationen vorstellen? Fehlt mir die Vorstellungskraft für. Ich erlebe die CDU hier in Niedersachsen immer noch nicht so, dass wir da jemanden haben, mit dem man Ideen und Themen gemeinsam anschieben kann. Ich finde die Haltung der CDU auch im VW-Aufsichtsrat ausgesprochen schwach. Ich hätte mir da deutlich mehr Einflussnahme auch im Sinne der betrogenen Verbraucherinnen und Verbraucher von dem Wirtschaftsminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten gewünscht. Wir haben heute gerade zu Mobilität und zu Fahrradmobilität und zur Mobilitätswende wieder Forderungen abgesetzt. Da bleibt der Wirtschaftsminister ohne eigene Ideen. Und der Umweltminister war Wirtschaftsminister und hat vielleicht auch nicht mehr so ganz ihre Umweltideen. Findet er nicht, sieht er noch zu wirtschaftlich? Wir können jetzt, finde ich, sehr deutlich sehen, und das ist das, was mich so ärgert, mich hat das übrigens auch beim Moorbrand in Meppen sehr geärgert, dass wir, als wir gemeinsam regiert haben, tatsächlich auch eine klare Vorstellung von Verantwortung hatten. Da ist mir ein bisschen verloren gegangen jetzt in diesem einen Jahr mit der Großen Koalition. Aber das ist das Wesen von Großen Koalitionen. Die streiten sich nicht so intensiv. Nee, das stimmt natürlich. Frau Fiel, Sie sind eine starke Frau, aber gehen Sie jetzt mit noch etwas breiteren Kreuz im Landtag, nachdem Sie wissen, wie stark Ihre Grünen abgeschnitten haben und was für einen großen Dämpfer die beiden anderen Parteien gekriegt haben? Ich finde das immer schön, wenn unsere Bundesvorsitzende und auch die Spitzenkandidaten in Bayern sagen, man bleibt auf dem Teppich, auch wenn der Teppich etwas höher fliegt. Aber ich finde, für uns ist das erstmal ein Auftrag, weil das, was die in Bayern bewegt haben mit dieser positiven, zuversichtlichen Option, ist was, wo wir auch in Niedersachsen noch was lernen können. Das war ja eine unglaubliche Dynamik, die da entfaltet haben. Und die haben ja aus diesem Zynismus von Seehofer haben die wirklich Kraft gewonnen, indem sie den Leuten gezeigt haben, es geht auch anders. Nicht indem sie geschimpft haben, sondern indem sie gesagt haben, hier ist Herz im Gegensatz zur Hetze wichtig.
und haben damit Leute abgeholt. Und ich glaube, wir haben in Niedersachsen da auch große Aufgaben vor uns und haben eine Menge zu tun. Menschen abzuholen, die Herz, vom Herzen her. Vom Herzen her abzuholen. Geben Sie doch mal so ein paar Noten. Wir haben jetzt ein Jahr große Koalition. So mal ganz kurz, wie hat die große Koalition bisher gearbeitet? Hat sie gute oder mittelmäßige oder schlechte Noten aus Ihrer Sicht verdient? Ich finde, das ist so ein Mittelmaß. Das ist so ein Verharren im Mittelmaß und keine wirklichen Visionen. Also ich hätte mir vorgestellt oder hätte mir gewünscht, dass die Mehrheit nutzen für wirkliche Visionen, dass sie bei Inklusion richtig vorlegen, dass sie gegen VW mal stark sind und sagen, hier sind die Leitplanken für das, was ihr tut und diesen Betrug, der da stattgefunden hat, jetzt liefert mal Hardware-Nachrüstung, macht das auf eigene Rechnung, geht da voran. Da ist nicht viel von gekommen. Ihnen zu weich gewesen. Wie ist denn so das Klima, wenn Sie jetzt die ehemaligen Regierungskollegen treffen? Das sind natürlich, ist natürlich eine Zusammenarbeit gewachsen, die jetzt nicht plötzlich ganz weg ist. In den Wahlkreisen, das weiß ich auch von den Fraktionskollegen, gibt es da auch gewachsene Zusammenarbeit, die sich auch fortsetzt. Wenn man in seinem Wahlkreis für Kindergärten, für Schulen, für bestimmte Projekte was erreichen will, ist es schon auch noch so, dass man das Gespräch sucht und auch versucht, gemeinsam noch was weiterzubringen, was man mal rot-grün angefangen hat. Aber es sind schon auch distanziertere Gespräche, die man mitunter führt. Ja. Sind Sie noch sauer auf Frau Twesten, die Überläuferin? Ich habe mich damals sehr geärgert und war auch menschlich sehr enttäuscht. Das ist in der Zwischenzeit aus meiner Sicht auch nicht geklärt oder abgeräumt worden. Also alles, was sie den Medien erzählt, liefert mir immer noch keine Erklärung dafür, warum sie nicht mit uns als Fraktion auch gesprochen hat, weil das hat sie bis zuletzt nicht gemacht. Ja, das ärgert mich im Nachgang auch. Immer noch. Ja. Ich habe einen schönen Satz von Ihnen gelesen, Frau Fiehl. Ich lese ihn mal vor, damit ich den auch richtig sage. Ich mache Politik nicht, um den Leuten zu erzählen, wie die Welt aussehen soll, sondern um Ideen zu entwickeln, wie wir sie besser machen können. Eine Ihrer wichtigsten Themen, der Ausstieg aus der Atomenergie ist ja abgeräumt. Aber was sind denn jetzt so Ihre Herzensideen und Herzensthemen, für die Sie die Menschen gewinnen wollen? Wir stehen beim Kohleausstieg vor einer großen Herausforderung. Das ist bei der Energiewende jetzt das nächste große Thema, was wir dringend bearbeiten müssen. Ich habe vorhin über Klimaziele geredet. Wir müssen da gesellschaftliche Mehrheiten schaffen und auch mitnehmen, dass wir diesen nächsten großen Schritt vollziehen. Ich habe mich sehr geärgert über die Große Koalition im Bund, die diese Arbeit in eine Kommission vertagt hat, ohne richtig Leitplanken zu setzen. Bei den Jamaika-Verhandlungen, die Sie angesprochen haben, ging es um Zahlen und um den Ausstiegskorridor für die Kohle. Das ist jetzt auf die lange Bank geschoben und das in Deutschland, in einem der reichsten und hochentwickelsten Industrieländer auf der Welt. Das ärgert mich und da haben wir als Grüne natürlich ein großes Feld und eine neue Aufgabe. Ja. So wie auch bei der Mobilität. Ja. Das hängt ja alles irgendwie zusammen. Klimaschutz, Klimawandel, Umstieg auf Elektromobilität. Aber ich muss da mal fragen, die Leute kriegen doch lauter Stichworte um die Ohren. Dieselbetrug, Klimaschutz, Senkung der CO2-Werte, Stickoxide, Fahrverbote, Feinstaub. Blickt Otto Normalverbraucher da eigentlich noch durch? Was jetzt gut und schlecht ist für Klima, für sein Leben, ist diese, überbordet die Diskussion nicht ein wenig im Augenblick? Ich glaube, der Autokäufer und die Autokäuferin, die vor ein paar Jahren gedacht haben, sie kaufen einen Diesel wegen der guten Abgaswerte, tun was, wenn sie lange Strecke durch die Fläche fahren müssen, wir leben ja in einem Flächenland, für die Natur und für die Umwelt, indem sie genau dieses Auto kaufen, die sind wahrscheinlich in ihrem Vertrauen so erschüttert, dass die sich auch so ärgern und dass mit denen jetzt erstmal schwer über Fahrverbote zu reden ist und darüber, dass sie jetzt nochmal die Zeche zahlen müssen für den Betrug, der an ihnen stattgefunden hat. Das ist, glaube ich, ein Thema, darüber muss sich die Autoindustrie Gedanken machen, darüber muss sich die Politik Gedanken machen, dieses verloren gegangene Vertrauen zurückzuerwerben. Sie sagten eben Fahrverbote. Hannover prüft ein Fahrverbot im Augenblick. Ist das denn überhaupt sinnvoll? Es gab so schöne Karikaturen, dass dann die Autos durch viele Straßen ringsherum fahren und die Belastung, die Umweltbelastung einfach nur verlagert wird. Ist das nicht so?
wenn Sie mich fragen, was ich besser finden würde, dann kann ich Ihnen ganz klar sagen, ich hätte besser gefunden, man hätte vor 3 Jahren, als das bekannt geworden ist, die Arbeit aufgenommen, hätte sich mit den Autobauern auseinandergesetzt, die Nachrüstung angelegt und hätte mehr Geld in Infrastruktur und ÖPNV gesteckt. Ich habe keinen Dienstwagen, ich fahre jeden Morgen mit der Bahn zur Arbeit. Die Bahnen sind rappelvoll. Wenn man tatsächlich noch mehr Individualverkehr auf den ÖPNV bringen will, muss man in die Infrastruktur investieren. Da sind noch große Lücken. Ich hätte mich gefreut, wenn man das in Angriff genommen hätte. Die Diskussion über Fahrverbote finde ich gegenüber den betrogenen Verbraucherinnen und Verbrauchern sehr, sehr unfair. Nun hat ja VW-Chef Diess eine andere Bombe platzen lassen. Da geht es aber um CO2, die Senkung des CO2-Ausstoßes. Er sagt, das könnte den Verlust von 100.000 Arbeitsplätzen bedeuten bei Volkswagen, wenn die von der EU beschlossenen Grenzwerte bis 2030 entsprechend gemildert werden. Sehen Sie das auch so? Müssen Sie als niedersächsische Politikerin denn nicht mal überlegen? Hat der Mann recht? Also für die Frage bin ich Ihnen ausgesprochen dankbar, weil da werde ich richtig sauer. Die haben in diesen Jahren, in denen sie gewusst haben, sie haben diese Software einbauen lassen, Zeit genug gehabt, ihr Unternehmen als Mobilitätsdienstleister anders aufzustellen und sich über Arbeitsplätze Gedanken zu machen. Das jetzt als Drohung hochzuziehen, finde ich nicht nur den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei VW, die am eigenen Arbeitsplatz 25% Energie einsparen, das heißt nämlich Blue Factory, das System, nach dem VW arbeitet, jetzt erfahren müssen, dass ihre Management-Ebene nichts unternommen hat, um dieses ganze gesamte Unternehmen zukunftsfähig aufzustellen, das finde ich unerhört. Nun ist es ja so, das ist ein Riesendiskussionsthema, aber ich würde noch mal gerne kurz auf die Alternative zurückkommen, die Umstellung der Mobilität, Elektroautos und so weiter. Haben wir denn überhaupt genug erneuerbare Energien oder Energie in der Zukunft, um dieses Problem rechtzeitig und zeitnah zu lösen? Wir müssen uns von dem Gedanken trennen, dass wir die Individualmobilität, die wir haben, 1:1 in Elektromobilität umsetzen. Das wird nicht funktionieren und es ist auch gar nicht sinnvoll und macht auch keinen Sinn. Wir müssen in ganz, ganz vielen Einzelmaßnahmen denken. Wir müssen ÖPNV stark machen, wir müssen Fahrradfahrern bessere Voraussetzungen geben, wir müssen im Bereich des Schienenverkehrs alle Möglichkeiten wahrnehmen. Der Umstieg auf Elektromobilität oder alternative Antriebe ist einer, glaube ich, den man auch im ÖPNV diskutieren muss und nicht nur im Individualverkehr. Aber es braucht ein Bündel an Maßnahmen, um die Mobilität wirklich so nach vorne zu bringen, dass es sinnvoll ist. Das ist auch wieder ein Diskussionsthema, was man sehr vertiefen könnte. Reicht unsere Sendezeit jetzt aber nicht mehr dazu. Aber es ist, kommt ja auf den Kernpunkt, dass es für die Grünen sehr schwierig ist, Ökologie und Ökonomie zu versöhnen. Wird das irgendwann mal klappen? Sie haben das am Beispiel von VW gerade sehr gut beschrieben. Ich glaube, wenn die Managers und die Management-Ebene und die Techniker vor all den Jahren nicht schlechte Software erfunden hätten, die die Verbraucherinnen und Verbraucher betrügt, sondern sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben, wie man Motoren so verbessert oder kleiner macht und von dem SUV-Konzept runterkommt, um Autos zu bauen, die umweltfreundlicher sind, dann wäre das ökonomisch auch besser gewesen. Dieses Thema wird die Grünen ja sicher ganz, ganz lange beschäftigen. Aber ich möchte noch mal auf eine wichtige Richtungsentscheidung zu sprechen kommen, die das auch ein ganz klein bisschen den alten Konflikt mit neuen Leuten wieder spiegelt. Am 27. Oktober ist Landesparteitag. Die beiden Linken, früher sagte man wohl Fundis, ja, Hans-Joachim Jansen und Anne Kura wollen den bisherigen Landesvorsitzenden Stefan Körner ablösen. Er gilt als Realo. Was steckt dahinter? Ist das auch ein Richtungswechsel in der Politik der Grünen? Wir haben in dieser Flügeldebatte feststellen können, dass das beim Bundesvorstand und auch in Bayern überhaupt gar keine Rolle mehr spielt. Wir haben hier ein gutes Angebot. Ich persönlich stehe als Person dafür, dass ich immer sage, wenn ein Parteitag stattfindet und Personalwahlen haben getroffen zu werden, dann ist es gut, dass die Delegierten eine Auswahl haben. Sie haben in diesem Fall eine Auswahl im Oktober. Das freut mich sehr. Und dann ist es Sache eines Parteitages zu entscheiden, wen er sich in die Spitze wählt. Welches Signal soll dann ausgehen von diesem Parteitag? Wir brauchen
den Rückenwind aus Bayern und wir werden den Rückenwind aus Bayern nutzen. Wir hoffen auch, dass in Hessen gute Ergebnisse vorliegen. Und wir sind ziemlich sicher, dass wir mit diesem Schwung auch für die Europawahl und den anstehenden Europawahlkampf Kraft ziehen und mit genau dieser Debatte proeuropäisch, ökologisch, sozial, mit Mut und Zuversicht auch in diesen Europawahlkampf gehen können. Was haben Sie sich denn persönlich für die nächsten 3 Jahre, 4 Jahre sind es ja fast noch im Landtag vorgenommen? Wir werden grüne Akzente setzen. Das ist für uns ganz wichtig. Wir werden bei der Mobilität treiben, dass diese große Koalition nicht zum Nickerchen kommt, sondern dazu kommt, wirklich was umzusetzen. Wir werden uns für mehr Qualität in der Bildung einsetzen. Die Gebührenfreiheitsmaßnahmen waren vielleicht vor dem Hintergrund, dass Bildung gebührenfrei besser ist, eine gute Idee, aber eine schlechte Idee in der Umsetzung. Auch da haben wir eine Menge zu tun und haben eine Menge vor uns. Und wir werden ganz bestimmt auch weiterhin die Treiber für mehr Klimaschutz und für mehr Wende in der Mobilität sein. Da haben Sie sich eine Menge vorgenommen. Viel Erfolg. Danke, dass Sie da waren, Frau Piel. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen. Bis dahin, machen Sie es gut.